Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe mit dem 6.15, meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter, heute mit Larry. In der letzten Folge habe ich darüber philosophiert, dass, wenn du nicht der Meinung von anderen bist, direkt schlecht gemacht wirst, beziehungsweise eher schlecht bewertet wirst. Ja, so ist es im Leben, das habe ich tatsächlich im letzten Teil philosophiert. Mal gucken, ob das da tatsächlich auch so ist. Also wie gesagt, wenn ihr meinen Kontakt mögt, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen, gerne Kommentar schreiben. Ich freue mich immer über Kommentare. Auch wenn ich nicht zwingend auf alle Kommentare antworte. Ehrlich gesagt eher nicht antworte als antworte. Aber das liegt eher dann daran, dass das entweder keine Fragen sind, weil wenn das Aussagen sind, ich davon ausgehe, ja gut, das ist eine Aussage. Das kann man so lassen. Kann man so stehen lassen. Bei einer Frage antworte ich ja nicht. Also wenn gefragt wird, so von wegen... Was ist deine Meinung dazu? Oftmals ist ja die Meinung tatsächlich dann im Video erklärt, aber das ist eine andere Geschichte. Oder andere Fragen halt, ne? Ab, rein, haust rein in die Kommentare, haust rein in die Tasten. Das ist alles dann kein Problem. Ich kann darauf antworten. Wenn es mir zu doof ist, dann antworte ich auch nicht. Aber sonst... Heißt also immer gerne Feedback und alles Mögliche da, ne? Also, macht ruhig. Bin ja auch... Wie im letzten Teil erwähnt, bereit ja auch eine andere Sache zu machen. Na, letzten Teil erwähnt, immer in Shorts, also Short-Videos gemacht. Lief nicht. So, also schauen wir mal, was dann jetzt so die nächsten Wochen, Monate, Jahre so passiert. Könnte dementsprechend dann heißen, dass ich vielleicht zum 18-jährigen Jubiläum, wenn der Kanal volljährig ist, dann auch sozusagen sage, gut, der Kanal ist jetzt volljährig, das heißt, er geht seine eigenen Wege, ich gehe meine eigenen Wege, wir gehen ab sofort alle unsere eigenen Wege. Na, das war zu spät. Hätte ich ein bisschen früher können. Ja, das könnte jetzt zu früh sein, ja. Keks auf 1. Aber so ist es im Leben. Also, ich hatte mal irgendwann... Das habe ich hier auch hier groß damals erzählt. Eine Goodbye, Promotion gehabt. Goodbye 2020 hieß es. Dadurch, dass aber Corona so ein bisschen im Weg kam und, ein bisschen Corona im Weg kam, habe ich natürlich weitergemacht. Aber... Sehr schön. So. Aber irgendwann ist leider, ne? Ich hatte das im Anfang des letzten Videos erzählt, dass, wenn man überlegt, wie lange ich dieses schon mache hier. Ich mach das jetzt seit 14 Jahren. Es gibt diverse Leute, die wahrscheinlich sogar jünger sind bereits, als der Kanal ist. Also ihr könnt tatsächlich auch gucken, im Video, wo ihr geboren worden seid. Wahrscheinlich. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Dann bin ich zumindest noch nicht zu alt. Aber guckt gerne vorbei. Vielleicht gibt es tatsächlich sogar ein Video, was in dem Alter entspricht. Beziehungsweise, wenn es nicht entspricht, ist es auch nicht schlimm. Gewonnen? Auf ganzer Linie. Ja, also. Was habt ihr immer noch so zu erzählen so gehabt? Ja, also... Ich habe letztens jemanden getroffen. Ungewollt getroffen. Das sagen wir mal so. Es war ungewollt. Es war so, dass meine Wenigkeit tatsächlich nach Hause mit dem Bus gefahren ist. Ich bin ja leider umgezogen. Von Hamburg Süd nach Hamburg Ost. Nordost. Man kann es Nordost sagen. Also ungefähr da, wo, auch eine schöne Geschichte. Ich wohne circa jetzt neu da, wo ich vorher auch mal gewohnt habe. So, also da, wo ich mal vorher gewohnt habe, ist wie weit von mir hier entfernt? Ich glaube, boah, knapp 4 Busstationen. Also ich bin nicht so weit weggezogen von dem Ort, wo ich schon mal gewohnt habe. Aber damals mit meiner Frau nicht zusammen. Also das war damals noch so... mit dir noch nicht zusammen gewohnt hatte. Das war in der Zeit 2012.
Ja, auch schon 12 Jahre her. Aber nun ja, wir werden alle nicht jünger. Auf jeden Fall, ja, das ist da, wo ich auch noch die letzten... Im Endeffekt ist es so, wo ich die letzten Vlogs gemacht habe. Wo ich die letzten Vlogs gemacht habe. Das ist, wie gesagt, nicht wirklich weit weg von hier, wo ich jetzt wohne. Ja, muss dementsprechend jetzt mit dem Bus fahren. Vorher war das so, dass ich tatsächlich mal mit dem Zug fahren konnte, bis zu meinem Ziel. Und dann war es dann auch supi. Dann musste ich mit dem Bus umsteigen und wie auch immer. Jetzt heutzutage muss ich mit dem Bus umsteigen, ist ein bisschen blöd. Aber andere Geschichte. Auf jeden Fall war das so, dass ein älterer Herr eingestiegen ist und der dann gefragt hat, ob der Bus, mit dem wir hier fahren, zu einer gewissen Haltestelle fährt. Ich, nett wie ich bin, hab gesagt, oh, der fährt hierher. Das ist der richtige Zug. Der richtige Bus. So, und... Ja. Gesagt, getan, gemacht. Und dachte so von wegen, gut, es reicht ja praktisch gesehen, jetzt einfach geholfen zu haben. Aber nein, der ältere Herr wollte natürlich jetzt dann auch ein nettes Gespräch mit mir führen. Und dieses nette Gespräch, ja, hat er immer natürlich geführt, weil ich bin ja nicht... ihr kennt mich ja. Ich bin ja jemand, der auch gerne mit Leuten quatscht und tut und macht und denkt und handelt und wie auch immer. Ach, verdammt. Ich hätte gedacht, dass ich das nicht... Oh, erwische. Schade. Auf jeden Fall tut, denkt, handelt, macht. Dann hatte der Herr erzählt, dass er sein Auto repariert lassen hat und diese Autoreparatur... Ja, schon ziemlich nervig war, weil er das nicht zum ersten Mal machen musste. Und dass er sich natürlich erhofft, dass jetzt sein Auto endlich wieder so funktioniert wie vor einigen Jahren, wo er das dann neu gekauft hat. Hat er ja von seinem ersten Rentengeld gekauft, wo ich so gedacht habe, so von wegen, okay, heutzutage kaufst du dir auch Sachen fürs erste Rentengeld, auch schön. Ja, erwische ich noch? Ja, erwische ich noch. Fantastisch. Habe ich noch erwischt? Er hat mich noch erwischt. Wir sind Platz 4. Ersten Rentengeld, wo ich mir so dachte, so von wegen, ja gut, kann man machen, muss man nicht. Auf jeden Fall, ja, hat er dann halt erzählt, ja, oh, Reparatur, dies, das, und jetzt muss er halt... Jetzt muss er halt zurück zum Leihwagen und den hat er da an der Haltestelle geparkt, wo ich mir so dachte, so von wegen, ja, aber dann mit der Buslinie erstmal querfeldein durch die Stadt. Ist richtig, meine lieben Freunde, ist richtig. Aber nun gut, ist eine andere Geschichte. Ja, ältere Herren und Damen, ne, die haben immer gerne viel zu erzählen. Er hat erzählt auch, dass er im Berufsleben früher Fotograf war. Ne? Fotograf auch noch so mit Dunkelkammer und so. Heutzutage ja, die Digitalisierung ist ein Beruf ausgestorben, wo ich mir so denke, so, ja, viele Berufe sind heutzutage ausgestorben, die früher halt von Menschen noch getätigt worden sind und heutzutage eben maschinell bzw. elektronisch ablaufen. Ist natürlich dann eine große Frage. Ist das jetzt dann gut oder ist das jetzt schlecht? Ist es gut, dass das jetzt so ist, wie es ist? Oder ist es jetzt schlecht, weil später irgendwann mal die KI alles macht und wir Menschen völlig überflüssig sind? Also ich weiß, jetzt sagt man so von wegen, Mann, nimmer, und du denkst aber ganz schön weit. Ja, Leute, ne? Manchmal weißt du ja, manchmal müsst du ein bisschen weiter denken als nur vor dein Haus. Das war ja auch mal früher so. Früher, als ich noch jung war, als dieser Kanal noch nicht da war, war das ja auch mal so, dass, in den 2000ern, Ende der 90er, Anfang 2000er, wo es dann oftmals hieß, so von wegen, ja, irgendwann würden die Computer die Weltherrschaft übernehmen, weil sie halt alles eigenständig können und so. Ja, wenn man mal überlegt, heutzutage, die KI kann ja selber lernen, hip hip hurra, wir kommen langsam in dieses Zeitalter an, wo wir da in den 90ern und 2000ern gesagt haben, schwieriges Thema, schwieriges Thema, aber hey. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen und auf uns einwirken. Okay. Dieser Dewey hat's wirklich richtig auf mich abgesehen, ne?
okay, da wollte tatsächlich Manfred, weiß ich nicht, was, ob der da sich seine Sache so sicher ist, beziehungsweise unsicher ist. Perfekt getroffen. Ja, die KI, die heute halt einfach leider, oder Gott sei Dank, so selber lernen kann, aber die Frage ist, ab wann der Mensch sozusagen zu überflüssig ist. Dann, ne? Also. Und natürlich stellt sich die nächste Frage dann in der Hinsicht. Ab wann ist das so, dass wir YouTuber, Influencer, Instagrammer, Twitch-Streamer nicht mehr echt haben, sondern dass das KI-generiert ist. KI-generierte, qualitative Content. Oh, das sind sogar drei Stück. Ich musste hier echt drei Stück ausweichen. Das ist echt unglaublich. So. Unglaublich. Auf jeden Fall ist das natürlich die große Frage, ab wann das so ist. Ich habe mir auch schon irgendwann mal gedacht, so von wegen, vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass irgendwann in der Zukunft sich irgendjemand so denkt, so von wegen, der Immon, der war ja irgendwie so in den 2000ern, so Ende der 10er bis circa Mitte der 30er, war der ja irgendwie so eine Nummer als Bundesliga-Tipper, der da, ja, oh Gott, der da wirklich jahrelang Bundesliga-Tipps gemacht hat. Und irgendwann dann aufgehört hat, weil er dachte so von wegen, ja, ist nicht mehr so. Weil er selber sich gedacht hat, die Zielgruppe ist viel zu jung, darauf war ja gar keine Lust mehr. Ob das dann tatsächlich auch so KI-generiert ist? Das ist ja immer so KI-generiert spricht, obwohl er ja eigentlich nicht KI-generiert spricht, sondern tatsächlich eigentlich das spricht, was ich sprechen würde, aber als KI. Das heißt also, irgendwer, weiß ich nicht, meine Nachkommen zum Beispiel, die sich denken so von wegen, ja, das machen wir jetzt mal einfach mal ein bisschen weiter, ne? Wir nehmen die Stimme aus 14 Jahren, obwohl dann weiß ich ja nicht, wie lange das dann so ist, also verstehst du, aus 18 Jahren immer um 6:15, und machen daraus, schreiben dann einfach einen Text und der sagt dann das, was er dann da, was wir da eingegeben haben, halt mit seiner Stimme. Und ich würde mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass das tatsächlich sogar heutzutage schon möglich ist. Ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal gelesen, dass das tatsächlich so ist, dass man, wenn man, ich glaube, es reicht sogar mittlerweile ein Video, na, was, glaube ich, irgendwie länger als 3 Minuten geht oder sowas, tatsächlich einzuspeichern, damit man halt die Sprache hat, weißt du? Und damit die KI einen Algorithmus hat, das heißt also die KI weiß, also ungefähr denkt, wie derjenige in echt denken würde, glaube ich, braucht er mindestens 5 Videos. Was bei mir ja definitiv schon mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, nicht nur 5 sind, sondern fast, also schon, wir sind fast bei 7000. Also, also da hat er ein bisschen Option, würde ich sagen. Und ja, natürlich, die Sache ist auch die, spielerisch, ja, ich würde mal sagen, das ist ja auch dann easy going. Also die KI weiß ja, die kann sich ja anhand des Gameplays sich das angucken, wie ich ungefähr spiele. Was ungefähr meine Skills bzw. meine Schwächen sind. Und tatsächlich dann anhand dessen einfach das kopieren. Und dann haben wir den virtuellen Immon. Ist das dann eine gute Geschichte oder ist das eine schlechte Geschichte dann? Den virtuellen Immon. Also ich, wie gesagt, ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig in der Hinsicht. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass einige, das, oh Gott, der war wirklich gut. War tatsächlich kurz am Überlegen abzubremsen, aber genau das habe ich gesehen. Ah, schade. Der Pilz hätte ich jetzt hier gut gebrauchen können. So, Tröte. Oder nicht? Ah,
Ja, okay, die Boomerang war jetzt auch völlig überflüssig. Warum auch Donovan da jetzt gerade ein bisschen stand. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob... Ah, das war zu früh. Aber noch rechtzeitig für den blauen, für den roten Panzer. Das hat gereicht. Aber, ne, wer weiß. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann, weiß ich nicht, in ein paar Jahren, das tatsächlich so ist, dass gesagt wird so von wegen, ja, der immer, der war eigentlich ganz nett. Den können wir als Bundesliga-Tipp einfach nochmal wieder reinhauen. Als Stimme. Als KI-generierte Stimme. Boah, ich muss hier echt tatsächlich... Boah, das war knapp. Ich weiß, ich behalte jetzt lieber einen Pilz. Und Bananen. Und gewinnen das Rennen. Bam, Mann! So hat die KI gewonnen. So gewinnt die KI. Weißt du, weil der Immol einfach kurz seinen Skill gefunden hat und kurz gesagt hat, so, jetzt muss ich aber mal kurz killen. Ja, das ist das, was ich eben meinte mit der KI, ne? Dann weiß die das, okay. Theoretisch gesehen wüsste er, wie er das machen müsste, um es richtig machen zu können. Und zack, hat Spam gemacht und dann haben wir auch das Ding gewonnen. Also, von daher, damit lasse ich euch natürlich auch gerne in den Raum rein und besser gesagt in die Kommentare. Schreibt eure Meinung dazu, KI-mäßig. Jo, sehen wir demnächst den immer einen KI-Modus oder nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich zum nächsten Video demnächst wieder. Wenn ihr dabei sein wollt, schaltet ein. Bis dann und tschüss.